Ein ergreifendes Lied, das wir da zuletzt gesungen haben. Eigentlich das ganze Evangelium in dieser Botschaft, die das Lied zum Ausdruck bringt. Ja, wenn diese Liebe nicht so groß wäre zu uns Menschen, die Liebe unseres Gottes, wären wir nicht hier, wären wir alles Menschen ohne Ziel und ohne Hoffnung. Aber es ist so schön, dass wir zurückblicken dürfen auf Golgatha, wo Jesus alle Schuld unseres Lebens gesühnt hat. Und heute sind wir hier, um dafür auch zu danken. Tanja hat schon vorhin angesprochen, es gab früher ein altes Lied, was wir manchmal gesungen haben, da hieß es: nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christen Glaubensstreit. Worte aus einem alten Lied. Und wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann merken wir, da ist etwas dran. Wir sehen auf der einen Seite, wer wir Menschen sind, zu was wir fähig sind. Wir sehen aber auch, wie groß Gottes Liebe ist zu uns Menschen, wie er immer wieder Kontakt sucht und immer wieder einen Weg ebnet, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Meine Enkelin, ab und zu sind die Kinder bei mir, da habe ich sie einmal gefragt, wie heißen eigentlich die Tanten in eurem Kindergarten? Da hat sie mir geantwortet, das sind keine Tanten. Das sind Erzieherinnen. Gut. Ja, und ihr wisst, wo ich wohne, da ist der Kindergarten direkt nebenan und ich bekomme das ab und zu schon mal mit. Da bauen die Kinder etwas Schönes, eine schöne Burg aus Sand und dann kommt dann irgendjemand und zerstört mit seinen Füßen alles, was da hergerichtet war. Oder sie machen es mit Lego und ich denke, jede Erzieherin kann da ein Lied von singen. Und dann geht das Geschrei los. Nun, solche Bauwerke kann man wieder errichten. Ich möchte sagen, von Menschen gemachte Bauwerke kann man wieder errichten, ja. Wenn ich so an die letzten Wochen denke, wo in unseren Tageszeitungen immer wieder Bilder waren von der Zeit 1945, wo alles zerstört war. Wenn wir heute in die Städte sehen, wir haben das geschafft und haben alles schön wieder aufgebaut. Aber was ist, wenn Dinge des Lebens zerbrechen oder wenn das Leben zerbricht, Freundschaften zerbrechen, leider auch Ehen, Familien, Menschen, die nicht mehr miteinander reden, obwohl sie aus der gleichen Familie sind, und jetzt verstärkt Existenzen, wo Menschen nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ich sehe und muss das einfach mal sagen, so in meinem Alter habe ich eigentlich schon manche Träne gesehen von Zerbruch, wo Menschen am Ende waren und einfach keinen Weg mehr weiter wussten. Vor allen Dingen dann, wenn Ehen zerbrechen, Familien zerbrechen. Was aber ist, wenn unsere Verbindung zu Gott zerbricht? Kann die zerbrechen? Kann die Schaden nehmen? Nun, die Bibel sagt das schon, dass sie Schaden nehmen kann. Und im Neuen Testament, da gibt es manche Worte, die uns eigentlich ansprechen und die uns Mut machen sollen, doch festzuhalten an dem, was wir besitzen und was wir glauben. Da heißt es zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, da schreibt der Apostel Paulus an seinen treuen Mitarbeiter: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, wozu du berufen bist. Ergreife ganz neu das ewige Leben, das, was Gott dir geschenkt hat. Vielleicht war es notwendig, dass es seinem Mitarbeiter einmal Mut machte. Oder denken wir an Worte aus dem Hebräerbrief, wo auch der Schreiber des Hebräerbriefs die Leute ermutigt: Werft euer Vertrauen nicht weg. Wenn wir hinter die Kulissen gucken, dann sehen wir, da gab es viele Nöte, die die Leute durchleben mussten. Nöte, die wir auch heute kennen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Wegwerfen kann man eigentlich nur Dinge, die man besitzt und hat. Aber das ist ja nicht das Ziel unseres Lebens. Gott möchte, dass wir festhalten an ihm. Festhalten und ihm vertrauen, werft euer Vertrauen nicht weg.
wie es einen großen Lohn, eine große Belohnung hat. Oder denken wir an Worte, die Jesus selbst in der Offenbarung sagt an die Gemeinden, an die damals auch bestehenden Gemeinden: Seid getreu bis in den Tod, dann will ich euch die Krone des Lebens geben. Wieder ein Aufruf: Seid treu, bleibt bei Jesus. Und das, denke ich, brauchen wir immer wieder, solche Zusagen, denn wer kennt nicht eigene Situationen, wo man auch im Glauben mal, ja, müde wird. Und einmal in Kapitel 3 sagt er dann noch einmal: Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Halte fest, die Krone, die für dich bestimmt ist, soll niemand anders haben. Halte fest, dass niemand deine Krone nimmt. Nun ist es ja in unserem Leben so, wir können vieles frei entscheiden, wir können gute Entscheidungen treffen, wir können aber auch schlechte Entscheidungen treffen. Und sie können Fluch oder Segen in unser Leben bringen. Und in der Bibel gibt es natürlich eine ganze Menge Menschen, die Entscheidungen getroffen haben. Manche waren sehr gut und andere haben in die Katastrophe geführt. In der Bibel können wir das an vielen Stellen nachlesen. Und deshalb, wie Tanja auch vorhin schon sagte, ich möchte zunächst mal einen Blick auf David werfen. David, ein Mann, wir wissen, berufen von Gott. Aus der Schafherde oder aus der Ziegenherde, wie auch immer, wurde er berufen in die Nachfolge und Gott hat sich zu ihm bekannt. Wir wissen um das Versagen von Saul und wie er dann degradiert wurde und wie David dann die neue Aufgabe bekam, das Volk zu führen. Wir wissen, dass es lange gedauert hat, bis David das alles antreten konnte und die Hände nehmen konnte, weil Saul ja noch regierte. Und es war eine Zeit, wo auch für David manche Nöte da waren. Aber David war berufen von Gott und diese Berufung wusste er. Und wenn wir in die Psalmen hineinsehen, dann merken wir etwas von seinem Leben. Er spricht es ja auch oft aus, was ihn so bewegt. Er spricht aus, was ihm froh macht. Er spricht aber auch in Psalmen aus, was ihn traurig macht, was ihn an seine Grenzen bringt. Aber bei alledem sehen wir, dieser Mann hatte ein tiefes Vertrauen zu seinem Gott. Und wir leben und lesen heute noch seine Geschichten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer Grün. Er führt mich, er bewahrt mich. Er hat ein Ziel für mein Leben. Das war sein Lebensinhalt. Und so hat er seine Aufgabe wahrgenommen. Seine Aufgaben, die Gott ihm aufgetragen hatte. Er hat sie wahrgenommen und er war bei alledem ein Freund Gottes, so berichtet uns die Bibel. Natürlich war er Mensch wie wir, der auch sicher Fehler gemacht hat, aber sein Grundvertrauen war auf Gott ausgerichtet. Und dann kam jener schreckliche Tag, wo David in tiefe Sünde fiel. Ja, die Zeiten durchleben wir irgendwo alle, wo Anfechtungen in unser Leben kommen, wo wir versucht werden, denn da gibt's eine dunkle Macht, die nicht möchte, dass wir diesen Gott ehren. Wisst ihr, und wenn wir dann irgendwo fallen, in Schuld geraten, in Sünde geraten, dann ist das ja nicht nur unser Problem, sondern Gottes Sache wird lächerlich gemacht. Und das finden wir im Alten Testament an vielen Stellen, wo Menschen versagt haben, wo sein Volk versagt haben. Das kriegten die anderen ja auch mit. Und sie wussten ganz genau, wie es um die innere Haltung des Volkes, um die geistliche Haltung des Volkes bestimmt war. Und das ist ja auch ein großes Problem. Wenn Gott nicht mehr an der ersten Stelle steht, wenn durch unser Leben Gott schlecht gemacht wird oder unglaubhaft gemacht wird. Wie war das möglich, dass dieser Mann, der so viel Tolles mit Gott erlebt hatte, plötzlich in so eine Situation kam und in so eine tiefe Sünde fiel, wie man eigentlich tiefer nicht mehr fallen konnte? Ja, wir müssen der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Da heißt es, David genoss das Leben, so habe ich mir das so gedacht, David genoss das Leben, während andere an der Front
kämpften und starben. Eigentlich war sein Platz bei seinen Leuten. Eigentlich hätte er mit im Kampf stehen dürfen, das war damals üblich. Aber David blieb zu Hause. Er genoss das Leben, während andere im Kampf standen. Und damit begann der tiefe Fall. Wir kennen all die Geschichte, ich brauche die gar nicht zu erzählen. Aber war die Batseba wirklich schuldlos? Musste sie sich da entkleiden, wo andere Männer hingucken konnten? Es wird nicht viel darüber berichtet. Es wird nur berichtet, dass beide in tiefe Schuld fielen. Und das bleibt Gott nicht verborgen. Wenn wir Wege wissen, wenn wir wissen, wie es werden kann im Leben, wenn wir wissen, wie Gott denkt, und wenn wir dann doch einen falschen Weg beschreiten. Und das finden wir in der Bibel an manchen Stellen, dass Leute sehr genau wissen, wie Gott denkt und was er sich wünscht. Und dann beschreiten wir Menschen manchmal einen anderen Weg. Wisst ihr, und dann ist mir nochmal ganz deutlich geworden, der arme Uria, der eigentlich gar keine Schuld an der Sache hatte, der musste sein Leben lassen, weil andere Schuld auf sich geladen haben. Er musste sterben und da kam mir sofort die Frage, wo ist denn Gott jetzt? Der sieht doch dieses Unrecht. Er sieht doch, was hier passiert. Hätte er nicht früher eingreifen können? Ja, Gott hätte das, aber Gott richtet das Böse nicht immer sofort. Denke ich oft an Jesus, wie er sagt, wie die Jünger sagen, Herr, sollen wir jetzt bitten, dass Feuer vom Himmel fällt? Lasst beides wachsen bis zur Ernte, so hieß es da. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wir werden keine Antwort darauf bekommen, weil Gott, wann Gott schweigt und warum er schweigt in solchen Lebenssituationen, wo so viel Unrecht geschieht, das können wir doch ohne weiteres auch in unsere Zeit übertragen. Sehen wir doch auch, wie viele Leute Unrecht leiden in diesem Leben. Und die anderen leben in Saus und Braus und fragen gar nicht nach denen, denen es schlecht geht. Ja, Gott gibt aber uns in uns, für uns persönlich, auch heute, gibt er durch sein Wort klare Anweisungen, wie wir leben sollen. Und Gott meint es gut, auch wenn wir meinen, das wäre Einschränkung. Entscheiden tun wir immer selbst. Ich war in Süddeutschland mit dem Auto unterwegs und ich wusste genau, ich muss in westliche Richtung fahren. Ich hatte doch auf die Karte geguckt. Und dann fuhr ich los und mein Navi sagte, bei jeder Abfahrt bitte die Autobahn verlassen. Und ich habe gedacht, ist doch irgendwie unsinnig. Ich weiß doch, wo ich hin will. Endlich habe ich das Ding ausgeschaltet. Und als ich dann 80 Kilometer in die falsche Richtung gefahren war, bin ich endlich an eine Tankstelle gefahren. Und da hatte mir ein freundlicher Mann gesagt, Sie sind in der falschen Richtung unterwegs. Nun, ich habe das Ziel dann irgendwann noch gefunden, aber ich habe auf die Stimme nicht geachtet. Ich wusste das alles besser. Ja, und die Folgen musste ich dann tragen, musste zurückfahren. Die Folgen von Schuld und Sünde müssen wir tragen, oft tragen. Und so war es auch bei David. Doch eine Umkehr ist möglich. Eine Umkehr ist möglich, weil wir einen Gott haben, der Schuld vergibt, bei dem wir sagen können, was wir falsch gemacht haben, bei dem wir immer wieder anklopfen dürfen. Umkehr ist möglich. Und dass David umgekehrt ist, das wissen wir. Das kennen wir aus der Geschichte. Wisst ihr, ich war mit einer Gruppe Christen aus dem Siegerland an der Ostsee vor 2 Jahren. Wir waren eine kleine Gruppe und wir haben abends im Hotel ein eigenes Zimmer gehabt. Wir haben dort Andachten gehalten und an einem Abend war ich auch dran. In unserer Gruppe war ein älterer Pastor, der sich auch ab und zu beteiligte. Und dann habe ich darüber gesprochen, wie das ist, wenn wir mal in der Ewigkeit sind und wenn wir mal das Leben hinter uns haben und wenn bei Gott alles vollkommen ist und gut ist und schön ist. Und wenn wir dann zurückdenken an die Zeiten hier,
Und da sagt er, halt, mein Freund, da muss ich dich unterbrechen. Das stimmt nicht, was du das sagst. Der alte Pastor sagt das zu mir. Da steht in der Bibel, wir werden der Dinge nicht mehr gedenken. Oh, denke ich. So wird es in der Ewigkeit sein. Wir werden nicht mehr zurückdenken an das, was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Was hätte anders sein können? Das ist vergeben. Wisst ihr, und bei Gott ist das so. Das ist vergeben. Wenn Menschen zu Gott kommen, dann ist das vergeben. Wie war das denn bei David? Wie betet er denn? Psalm 51. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich kenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt. Und dann heißt es, schaff in mir, Gott, ein reines Herz, beginn wieder neu. Was ist das ein Segen, dass wir einen Gott haben, zu dem wir kommen können mit all den Dingen, die in unserem Leben falsch gelaufen sind, mit jeder Schuld, mit jeder Sünde, und Gott vergibt. Er vergibt gründlich. Ja, dann beginnt die nächste Ära. David ist wieder in der alten Spur und weiß, ich habe einen Gott, der mir vergibt. Die Folgen mussten die beiden tragen. Sie hatten ihr Kind verloren. Die Frau hat ihren Mann verloren und hat sehr leid getragen, sogar David sie trösten musste, die Batseba. Und dann beginnt neu. David war so ziemlich am Ende seines Lebens und er brauchte einen Nachfolger und Gottes Sache sollte ja weitergehen. Und wir wissen, eigentlich war Salomo nicht der Älteste, der eigentlich in Frage kam für die Nachfolge. Nein, da war ein anderer noch im Spiel, der ihnen auch schwer große Probleme machte. Aber Gottes Plan war das David. Und David war der Sohn von Batseba. Ist das denn möglich? Waren da nicht doch noch dunkle Schatten von der Vergangenheit? David hatte ja noch mehrere Frauen. Es wären ja mehrere vielleicht in Frage gekommen. Aber so sehen wir es, so vergibt Gott. Gott denkt nicht mehr, was da früher war. Gott denkt nicht mehr an unser Versagen, an unsere Schuld. Bei uns ist das gespeichert. Wenn uns vor 20 Jahren jemand tief beleidigt hat, dann ist das immer noch da. Auch wenn wir sagen, es ist gut, es ist alles in Ordnung, und es ist ja auch vielleicht alles in Ordnung. Aber so tief da drin können wir oft manches nicht vergessen. Bei Gott ist das vergessen. Sonst hätte er doch den Salomo nicht berufen. Dann beginnt er neu mit Salomo. Und wir sehen, ja, Gott beginnt neu und er besegnet den Salomo von Anfang an. Er beschenkt ihn mit so viel Weisheit und so viel Intelligenz. Und wir wissen, David wollte ja schon den Tempel bauen, aber es wurde dann verhindert. Und Salomo durfte jetzt den Tempel bauen und er begann damit. Und wenn wir das alles sehen, welche Möglichkeiten er genutzt hat, wie er den Tempel gebaut hat, wie das alles vonstatten ging, wie viele Leute er eingesetzt hat. Unglaublich, wenn man das so liest. Und ich habe festgestellt, der Tempel war das erste Fertighaus, was gebaut wurde auf dieser Welt, denn die Steine wurden in den Steinbrüchen schon maßgerecht gehauen, dass sie genau passten und man kaum noch einen Hammer brauchte. So steht das in der Bibel. Also das funktionierte und Salomo konnte auch erkennen, dass Gott ihn segnete und Gott hat es ihm versprochen. Und dann kam jener große Tag der Einweihung und dann sehe ich Salomo da, wie er betet, in welcher Haltung er vor seinen Gott tritt, in einer tiefen Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Und es ist unbegreiflich, was alles dann geschah, wie das Volk zusammengab, wie sie Gott geehrt haben mit ihren Liedern, mit ihren Lobliedern. Es war wirklich ein besonderer Tag. Und die Weisheit, die Salomo besaß, sie hat er uns ja in den Sprüchen, im Predigerbuch, auch manches können wir heute noch nachlesen. Wunderbare Berichte von Bau und Einweihung des Tempels und Gottes Gegenwart zog ein. Gott machte sich wirklich
Es war wirklich Gottes Weg und Gottes Haus, wo man hingehen konnte, um Gott anzubeten. Es war der Wunsch Gottes, bei den Menschen zu wohnen. Ja, aber auch für Salomo gab es dann den Abstieg. Das ist unvorstellbar, wenn man weiter nachdenkt über das Leben dieses Mannes, über sein Wissen, über das, was er vermittelt hat, was uns heute noch hilft. Ich habe heute Morgen früh noch in den Sprüchen gelesen, wie viel Weisheit da verborgen ist, was er da alles niedergeschrieben hat. Dass dieser Mann sich dann irgendwann wieder von Gott abwendet, ist für mich fast unerträglich. Kann das sein, dass wir andere belehren, Generationen belehren und selbst versagen? Kann das sein, dass wir genau wissen, was Gott will und doch einen falschen Weg gehen? Wie begann das eigentlich bei Salomo? Wie begann das denn? Schon ganz am Anfang, als er in sein Amt eingeführt war, heißt es, da nahm er sich aus eine Frau von dem Pharao aus Ägypten. Und da fing das Elend eigentlich schon an. Und wisst ihr, am Ende, wie er alles hatte, Gold und alles, was man sich denken kann, besaß. Wir wissen, dass Leute aus dem Ausland kamen und seinen Reichtum bewunderten und erstaunt waren. Und zum Schluss seines Lebens, da wird noch einmal berichtet, dass er nochmal nach Ägypten seinen Blick richtete. Dort kaufte er Pferde und Streitwagen, alles, was man zum Krieg braucht. Hat der Mann denn gar nichts gelernt, ein so hochintelligenter Mann mit so viel Weisheit? Hat er denn nicht gelernt, dass er nach Ägypten überhaupt nicht mehr schauen durfte? Und wenn wir die Bibel sehen, da wird das immer wieder gesagt, auch in den Psalmen wird es gesagt, Ägypten war der Ort der Knechtschaft. Gott hatte sich doch da herausgeführt. Gott wollte doch neu mit ihnen beginnen. Und wisst ihr, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Da, wo Menschen wieder nach Ägypten ziehen, da geht es abwärts. Auch später, als die Menschen dann in der babylonischen Gefangenschaft waren, ein Teil zurückgeblieben, und Jeremia lebte damals, und sie sagten, Ägypten ist der einzige Ort, wo wir uns sicher fühlen können. Und Jeremia sagte, nur nicht nach Ägypten. Was war denn Ägypten? Ägypten war der Ort der Knechtschaft, wo Gott sie herausgeführt hat. Und keiner sollte jemals wieder zurück nach Ägypten. Und immer wieder suchten sie Kontakte. Josef, der treue Mann, der damals nach Ägypten gebracht wurde, der nach Ägypten verkauft wurde, er wollte ja gar nicht dahin. Der hat es aber begriffen. Er sagt, das ist nicht unsere Heimat. Irgendwann werden wir Ägypten verlassen. Er hat einen weiten Blick. Und wenn ihr aus Ägypten auszieht, dann nehmt meine Gebeine noch mit. Er wollte noch nicht mal in Ägypten begraben sein. Und da merken wir etwas, wenn wir Menschen nach Ägypten uns ausstrecken. Da, wo wir nichts verloren haben. Es ist gefährlich, nach Ägypten zu gehen. Das hat Salomo dann auch in seinem Leben erfahren. Wisst ihr, von Mose, dem großen Gottesmann, da wird gesagt, als er starb, da haben sie getrauert, tagelang getrauert, als er nicht mehr da war. Von Salomo wird nur gesagt, er starb und wurde zu Grabe getragen. Ist das nicht schlimm? Und wenn wir vorhin die Worte aus dem Neuen Testament hören und lesen, dann merkt man ja etwas davon, wie wichtig es für Gott ist, dass wir den Weg nicht verlassen, sondern dass wir bei Gott bleiben. Und den Weg, den wir gehen, und das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns Sonntag für Sonntag hier treffen, damit wir immer wieder neu froh werden über das, was wir in Jesus Christus haben. Die Geschichte geht ja weiter, das ist ja ohne Ende, das Reich wurde geteilt. Sobald Salomo
gestorben war, ging der Stress schon los. Das Reich wurde geteilt in das Reich Juda und Israel. 10 Stämme Israel, 2 Stämme Juda. Und auch diese Geschichte kann man weiter verfolgen. Man kann einfach nur staunen darüber, dass es überhaupt dieses Volk noch gab. Die 10 Stämme werden dann irgendwann von den Assyrern in die Fremde geschleppt. Da wird nie wieder was von geredet. Bis heute. Aber der Stamm Juda, da hat Gott für gesorgt, dass der bestehen bleibt, Juda und Benjamin. Das war der kleinste Stamm, der Stamm Benjamin. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Stamm bestehen bleibt, weil Gottes Plan war, in den Erlöser zu schicken. Und Jesus, es wird durch die ganze Bibel berichtet, er war es, der aus dem Stamm Juda kam, wo Gott dann wirklich endgültig abgerechnet hat mit menschlicher Schuld. Und wisst ihr, wenn man das alles so, die Geschichte, jetzt könnte man auch stundenlang darüber reden, wie die Geschichte weiterging und was alles passierte. Und der schöne Tempel, den Salomo so hergerichtet hat, der Hiskia musste die Bleche abschlagen, um den König von Assyrien stillzustellen und ruhig zu stellen. Und trotzdem irgendwann die wunderschönen Hölzer, das Gold und Silber, es wurde alles verhögert und der Tempel wurde zugenagelt. Gott wohnte nicht mehr da. Es ist schlimm, wenn Gottes Häuser zugenagelt werden, weil Gott nicht mehr da wohnt. Das sollte uns manchmal zu denken geben, denn wir leben ja auch in einer Zeit, wo Gottes Häuser zugemacht werden, weil es sich nicht mehr lohnt. Vielleicht macht man eine Diskothek hinein oder irgendwas anderes. Das sind ja alles Dinge, die wir erleben in unserer Zeit. Und Gott lässt das auch zu. Gott bietet sich nicht gewaltsam an. Er will nicht gewaltsam im Tempel wohnen. Wenn wir keinen Platz mehr im Tempel haben, dann zieht er aus. Und dann können wir auch ruhig die Türen zunageln. Dann gibt es diesen Ort des Segens nicht. Es ist so gut zu sehen und auch in der Bibel zu lesen, dass Gott nicht immer abrechnet bis ins Letzte. Ja, er hasst die Sünde, aber er zeigt uns einen Weg, auf dem wir wieder zurückkommen können. David konnte sein Leben nicht mehr gut machen. Salomos Ende weiß ich leider nicht, ob Gott ihm gnädig ist nach all dem Segen. Das lassen wir Gott überlassen. Aber eins wissen wir, Gott hat einen Weg gefunden durch alle menschliche Schuld und Sünde hindurch, einen Weg gefunden, um uns den Retter zu schicken, Jesus, unseren Herrn. Ach, was ist das schön, an Gott zu glauben, einen Vater zu haben, einen Heiland zu haben, zu dem man kommen kann mit all den Dingen, die in unserem Leben schiefgelaufen sind. Mit mancher Schuld. Gott sieht es doch. Ihm können wir doch nichts vormachen. Und es ist so gut, dass wir auch so ein Lied wie vorhin hier singen konnten. Ein Lied, was davon Ausdruck gibt, wie groß Gottes Liebe zu uns Menschen ist. Wisst ihr, die Liebe ist heute noch da. Und wenn wir jetzt die Bibel nehmen würden und würden Stück für Stück gucken, dann sehen wir überall auch da, wo menschliche Schuld noch so groß ist, Gottes Liebe ist immer noch größer. Und da kann man eigentlich nur sagen, wie es in einem alten Lied heißt, ja, wenn man das weiß, wie reich man in Jesus ist, wenn man weiß, meine Schuld ist vergeben, ich habe ein Ziel für mein Leben, bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Könnte ich's irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Wo ist solch ein Herr zu finden, der was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünde mit dem eigenen teuren Blut. Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollte ich dem nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Ja, Herr Jesus, bei dir bleibe ich so in Freude wie im Leid. Ich glaube, wenn wir mit dieser Gewissheit nach Hause gehen, dann sind wir heute gesegnet worden. Dann hat uns Gott beschenkt und er wird uns weiter an seiner starken Hand halten. Ich möchte noch mit uns beten, wir neigen uns. Lieber Herr, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du so ein wunderbarer Gott und Vater bist.
Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du der Gott bist, der Schuld vergibt. Herr Jesus, du hast die letzte Schuld, all unsere Schuld am Kreuz gesühnt. Wir beten dich an, danken dir, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass wir ein Ziel für unser Leben haben und es ist unser Wunsch, dir zu folgen. Gib uns die Kraft für die kommende Woche. Du weißt, welche Aufgaben anstehen. Du weißt, wo wir Bewahrung und Hilfe brauchen. Danke, dass du ein treuer Gott bist, dem wir auch in Zukunft vertrauen dürfen. Mit dir wollen wir weiter froh unseren Weg gehen und dankbar unseren Weg gehen. Danke für deinen Segen. Amen.